Hallo und willkommen zu Let's Code mit Jens. In der letzten Folge habe ich versucht, eine UI-Liste zu schreiben, bin aber gescheitert daran, dass ich im Test kein Prefab für meine Items anlegen konnte. Ich habe versucht, dieses Monobehavior hinzuzufügen und es ging nicht. Dieses Monobehavior liegt bei mir im Testprojekt unter Controls und ich habe es hier versucht zu verwenden und es ging nicht. Warum? Und das ging ja eine ganze Weile. Ich habe jetzt herausgefunden, warum. Und das ist ein doofes Verhalten von Unity, denn alle Monobehavior, die in einem Editor liegen, in einem Editor-Ordner liegen, kann er da einfach nicht laden und hinzufügen. That's it. Das ist alles. Direkte Ableitungen gehen nicht. Ich kann diese Datei direkt, so wie sie ist, löschen. Es mag nicht. Ich habe dafür schon eine Mailbox-Item hinzugefügt und die wird jetzt zum Testen verwendet, weil die früher oder später so oder so benötigt wird. Die wird hier hinzugefügt jetzt beim Aufsetzen meines Brief-Item-Items, welches dann als Brief verwendet werden soll. Also zur Erinnerung, ich möchte ein List-Item machen, eine Liste hier, kann man sie sehen, und die Elemente sollen programmatisch hinzugefügt werden können und entfernt werden können. Dafür habe ich eine Klasse UI-List gemacht. Die hat ein Public-Feld Item-Prefab. Das soll verwendet werden, um als Vorlage für die einzelnen Einträge, für die UI. Es gibt ein Selected-Item, das aber nur das Modell macht. Man kann einzelne Items hinzufügen, aber nicht die UI-Items selbst, sondern eben nur deren Modell. Und das gleiche gilt dafür fürs Removen. Und man kann sich alle Items geben lassen und auch hier nur die Modelle. So weit, so gut. Beim Testen war ich bisher da. Ich bin übers Testen bei der Add-Methode angelangt oder habe damit eigentlich nur gestartet bisher. Und der Test, der aktuell noch nicht funktioniert, ist halt, dass ich hier beim Hinzufügen möchte ich haben, dass die UI-Elemente unterhalb des Contents stecken. Unterhalb des Content Game Objects. Zum Aufbau, ich habe hier für meinen Test, mein Testaufbau, ich habe ein Game Object, wo die Liste an sich darstellt. Dem habe ich ein Scroll-Rect verpasst. Und dem habe ich meine eigentliche Testliste verpasst, die ich hinzufügen kann, weil die erbt nicht direkt von MonoBehavior, sondern von UI-List, welches in meinem Produktivcode steckt. Deswegen kann man das hier benutzen. Komische Sache, wirklich. Ja, auf jeden Fall habe ich dann noch ein Content-Object hinzu, Game-Object gemacht, welches ein Rect-Transform hat. Und das ist ein Child vom GameObject, das die Liste darstellt. In meinem ScrollRect habe ich im Property Content mein Contact Transform reingereicht. Und dann habe ich eben mein Item, das als Item, also mein GameObject für einen einzelnen Eintrag in der Liste erzeugt und dem habe ich dem Item Prefab gegeben. Und das heißt, dass ich jetzt meinen Test erfolgreich abschließen können sollte. Also, ich füge ein Test-Item-Model hinzu und unter dem Content-Object soll dann eine Liste von Komponenten drinstecken.
vom Typ Mailbox-Item. Die Hoffnung ist, dass das jetzt funktioniert soweit. Deswegen lasse ich jetzt mal die Tests laufen. Wieder mal. Ich lasse es laufen und sie sind beide grün. Das heißt, ich habe hier mein Item-Model und hier meine UI-Elemente. Und das hängt am Content unten dran. Gut. Was für ein Act. Okay, kann man da noch irgendwas schöner machen im Moment? Noch nicht. Ja, das Game Object hier kann private sein und so weit. Ist es jetzt drin? So. Mein Item Preferred Server ist jetzt allerdings dieses Ja, das geht eigentlich schon mal ganz gut. Ich könnte jetzt eigentlich mal hier zum Vorführen public void wake, das ist die Methode, die aufgerufen wird, wenn so ein Element starten soll, dem könnte ich jetzt eigentlich einfach mal sehen. Objekte hinzufügen. New Object. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ich weiß, man kann auch eine Schleife machen. Und dann füge ich mal die Mailbox-Liste einfach mal hinzu. Mal gucken, ob da schon was geht. Was Sichtbares. Also, ich habe mein Scroll View. Und im Scroll View habe ich die Mailbox hinzugefügt. Und die Item Prefab muss ich noch verbinden. Das ist dann dieses Element hier. Und dann war es das wohl schon. Wenn ich das jetzt laufen lasse, passiert gar nichts. Schade. Aber, wohl, guck mal einer an. Er hat die hinzugefügt. Die sind da. Und am Content sind sie da. 2, 4, 6, 8, 9. Was? Wo habe ich mich vorhin verzählt? Naja, egal. Die sind da. Genau das, was ich wollte. Nur sehen kann man sie nicht. Mit der Größe 0. Warum denn das schon wieder? Ach, natürlich. Ja. Mein Item Prefab hat ja überhaupt kein. Das wird da zusammengequetscht. Was ich dem hier noch geben muss, ist ein Layout-Element. Und das hat eine Preferred Height und eine Höhe von 32. Jetzt schauen wir mal, ob es jetzt besser geht. Hm? Hinzufügen und nein, immer noch nicht. Warum nicht? Also der soll eine 32 Höhe haben. Das ist ein Toggle.
Preferred-Height 32. Background machen wir auch eine Höhe von 32. Ja, es sieht jetzt wenig doof aus, egal. Checkmark. Label. Alles da. Also jetzt kommen. Height 32, Width, Position XY. Guck mal einer an. Müsste eigentlich da sein. Das ist nicht zu glauben. Also komm, ich mach den Content Size Widthter mal weg. Mach die Width hier mal breiter. Start's nochmal. Die werden einfach nicht dargestellt. XY wie 280 Height 0. Oh. Eine schlechte Idee. Right, left, height. Machen wir 500 raus. Ja, das ist aber nicht das Problem. Das hatte ich früher auch schon mal. Nee. Sie sind von den. Von der Höhe her wirklich, sie sind da. Die Breite ist auch da. Wenn ich den jetzt wegmache und so starte, dann. Ja, dann natürlich, sind halt nicht sichtbar, aber die bleiben auch nicht sichtbar. Die Breite ist 263, Höhe 32. Ich habe meinen Background. Das
sieht voll mini aus. Der Background muss viel größer sein. Das sehe ich immer noch nichts. Es wird zusammengestaucht sein. Ist doch schade, echt. Machen wir weiter sichtbar. Ja, okay, vergessen wir es. Das mache ich jetzt hier nicht und unter Kamera. Auf jeden Fall hat er es hinzugefügt. Das ist schon mal, was ich wollte. Jetzt mache ich eine kurze Pause und schaue mal, dass das hier läuft. Und wenn das dann hier mal angezeigt wird und passt, dann mache ich weiter mit der Aufnahme. Das hat ja so keinen Zweck. Also, schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis nachher. Also, gleich. Ich schneide dann die nächste Aufnahme dazu. Bis dann. Es ist nicht zu glauben. Ich habe es rausgefunden. Das Problem lag im Code. Und zwar folgendes. Wenn ich jetzt so ein Prefab habe, dann ist die Skalierung auf 1. Und wenn ich das instanziere und kopiere als Muster nehmen und dann unter Content einfügen, ist die Skalierung auf 0. Keine Ahnung warum. Die Lösung war diese Zeile. Ich nehme mein geklontes Element und setze die Skalierung auf 1 und dann ist die Sache gegessen. Ich führe es gerade mal vor. Aber bevor ich es vorführe, noch eine kleine Erklärung. Ich habe das Item Prefab für die Liste umgebaut. Es wird jetzt keine Checkbox mehr angezeigt. Dafür habe ich die entsprechenden Sprites aus der Checkbox rausgenommen. Ich habe noch ein bisschen mit der Farbe angepasst, so dass das jetzt wie eine Liste wirkt. Ich führe es gerade mal vor. Wenn ich jetzt nämlich hinzufüge, dann werden ein paar Elemente direkt hinzugefügt, so wie es geplant war. Moment, habe ich da jetzt testweise vorhin hier irgendwie was verbockt? Rebuild. Gerade eben ging es noch. Der Vorführeffekt, oder? Nee, jetzt. Also, laufen lassen. Jetzt hinzugefügt, genau, und dann sind die Elemente hier dran. Und wenn ich jetzt nämlich mit der Maus drüber gehe, dann gibt es ein Highlighting und wenn ich es anklicke, dann ist es geklickt. Sieht es noch nicht so ganz so toll aus, aber ja, der Feinschliff, den kann man noch machen. Wenn ihr jetzt seht, kann ich hier mehrere Sachen selektieren. Das ist jetzt nicht wirklich gewollt von mir. Und ich kann es ausklicken. An, aus. Ja, da.
Da muss ich noch mal wegschrauben, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Dieses Artefakt hier oben ist das Item Prefab an sich. Wenn ich das ausmache, dann ist es nicht mehr da. Das ist dann später, obwohl das können wir ab jetzt eigentlich die ganze Zeit auslassen. Das ist nämlich nur dafür da, dass man das mal hier sieht während dem Anlegen. So, damit ist es gemacht. Ich zeige es noch mal. Item Prefab ist aus und hier sind sie. So, aber was ich nicht haben will, ist, dass man hier mehrere selektieren kann, sondern nur eine. Und dafür gibt es nämlich bei Toggles sogenannte Toggle Groups. Und wenn so ein Item, wenn mehrere Toggles in der gleichen Toggle Group sind, dann kann nur ein Element gecheckt sein und die anderen werden automatisch ausgecheckt. Und so eine Toggle Group lege ich jetzt an, aber das überlasse ich dem Code. Das heißt, wenn so eine UI-Liste erzeugt wird, dann, also wenn, nee, anders, wenn ein Item geaddet wird, dann erhält dieses Item die Toggle-Group von der Liste. Und damit ich mich darauf verlassen kann, dass die Liste da ist, diese Toggle-Group auch sie gibt, soll sie beim Aktivieren der UI-List auch direkt angelegt werden. Also die UI-List soll das selber machen. Das heißt, was ich jetzt haben möchte, ist, dass das die Komponente hier eine Toggle. Ja, ist nicht zwingend. Ah, gut, ich habe hier oben schon Toggle. Das Item soll einen Toggle haben. Das heißt, mein Test lautet: Adds Item to Toggle Group. Also ich habe wieder ein Add. Mein Testmodel, das ist jetzt eher weniger interessant. Und was ich jetzt aber haben möchte, ist, ich will haben, dass im Content Object hole ich mir Components im Children und zwar diesmal Toggle. Und davon den ersten. Und das ist nämlich der Toggle. Und Toggle. Toggle Group ist nicht leer. Also assert. Is not null Toggle Group. Standardmäßig ist es nämlich null. Also, dann bauen wir mal. Bauen und lassen es laufen. Die Tests. Und natürlich ist er erstmal rot, weil die Toggle-Gruppe ist nicht gesetzt. Und was ich jetzt brauche, ist die Toggle-Gruppe. Ich brauche eine Toggle-Gruppe, also UI-Item. Group. Ich habe keine Group hier, weil ich brauche den Toggle davon. Also get component
Toggle. Das Toggle kann ich jetzt leider nicht selber anlegen, um das mit dem Item zu gewährleisten, weil das Problem ist, dass dass man da so viel einstellen muss. Das müsste ich dann programmatisch machen. Das ist besser mit Hand. Okay, die Toggle Group gibt es ja noch nicht. Das heißt, ich brauche ein Feld. Und die Toggle Group müssen wir irgendwie füllen. Und das mache ich jetzt mit der Awake-Methode. Die Awake-Methode wird dann aufgerufen von Unity, wenn es geladen wird. Public Void. Virtual. Ich mache die virtuell, damit ich sie überschreiben kann. Public wird. Ja. Sehr gut. Public void awake. Und zwar die Toggle Group ist gleich vom Game Object füge ich jetzt die Toggle Group hinzu. Die Toggle Group, ne? Und jetzt habe ich hier aber ein Problem mit dem Awake von meiner Mailbox-List, die da so testweise rumhängt. Da muss ich einen Override reinmachen und dann aber einen Base-Aufruf, sonst base.awake. Okay. Und das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Wenn ich das jetzt mal den Test ausführe. Dann dürfte der jetzt grün sein, ist er nicht? Nein. Moment. Ach Gott, ja. Ach, guck mal einen an. Okay, es will nicht, weil ich muss erstmal Awake aufrufen. Object under test.awake. Okay, das macht Unity normalerweise für mich, aber hier nicht. Hier muss ich das wohl selber tun. Das wird ja da so ein Moloch-Test. Gefällt mir nicht. Okay, hat das? Sieht so aus. Und grün, genau. Also, zum Vergleich, ich führe das mal vor. Jetzt sollte ich nur noch eins selektieren können. Also ich klicke das nächste und klicke das nächste. Seht ihr? Funktioniert. Okay. Damit habe ich. Was ist denn das hier eigentlich? World Position Stays. If true, the parent relative position scale notation is modified such that the world keeps the same world pattern. Ich das jetzt auch false setze? Das hier wegmache, könnte sein, dass das auch wieder funktioniert. Auch nicht schlecht. Mir ist diese Meldung hier. Hier war eine Meldung, die ist mir gerade gar nicht aufgefallen gewesen. Lass mal ausprobieren, ob das funktioniert. Tatsächlich. Ich hätte nur Setpern mit der richtigen Methode aufführen müssen. Schön, damit kann ich meinen Workaround auch weglassen. Gefällt mir viel besser. Okay. Also. Was ich jetzt habe, ist, ich kann ein Item hinzufügen. Dafür wird das Modell wird in die Liste gepackt. Ich füge ein UI-Item hinzu, das dann, weil immer hinten angehängt wird und hier auch immer die gleiche Reihenfolge besteht. Und ich sorge dafür, dass es eine Doppelgruppe ist. Jetzt könnte ich mal dieses Scrollrect eigentlich mal in ein Feld auslagern und über die Awake-Methode setzen lassen. Ja, genau.
Also, nennen wir es mal Content Transform. Content. Oder einfach Content Group. Das ist zwar nicht die Group, ist eigentlich die. Genau, das Inline mal jetzt hier. Andersrum. Wir nehmen direkt die Parent Group hier, machen die Zeile weg, machen daraus ein Feld. Die Content Group und jetzt füllen wir die aber auf dem Awake. Dann ist es auch nur einmal getan. Dann brauchen wir ja nicht jedes Mal beim Add das ermitteln. Also, wir erzeugen ein UI-Element, setzen es aktiv, sicherheitshalber, weil das andere wird ja deaktiv gesetzt, setzen dessen Parent auf die Content Group und damit hängt das Element unter der Content Group. Über das Vertical Layouting wird es hinten angehängt. Wir geben dem UI-Element eine Toggle Group und sorgen dafür, dass das nur genau ein Element selektiert werden kann. Und jetzt müssen wir noch die Selektion. Die Selektion und das Removen erzeugen. Den Remove mal vom Item Model müsste ich rausfinden, wie das da zusammengehört. Na komm, dann machen wir jetzt erst das Remove. Also, halt, gibt es hier noch irgendwas zum Refactoren? Dem Test, ich habe mein Game Object. Das Awake-Bot kriegt jeder Content Object. Add to List, Add UI, Add Item to. Ah, ich könnte auch den Test um. Moment, ich habe hier gerade Refactored, muss erstmal den Test laufen lassen. Bauen. Run all, alles grün. Schön. Okay, wieder zurück jetzt. Is not empty finde ich jetzt eigentlich nicht so toll. All items, items are not null, items are unique. Does not contain, is ordered. Jawohl, ah, das reicht mir jetzt. Also, was brauche ich jetzt? Ich könnte einen Test machen mit 2 hinzufügen. Naja, den modifiziere ich später nochmal ein bisschen. Genau. Ich könnte zum Testen, für den Test, eigentlich einführen, dass dieses UI-Element dass man da das Model rauskriegt. Und dann könnte ich nämlich das nach dem Modell befragen. Ja, genau. Also, bisher hatte ich das Item einfach nur als Komponente. Jetzt könnte ich aber bei dem Item auch noch ein Interface einführen. Public Interface UI List Item
Und dann kann ich mir nämlich dessen Model geben lassen. Public. Ja, machen wir ein Property draus. Das ist ein Interface. Das Model. T-Item-Model. Nennen wir es doch mal so. Das Modell. Dann ist das ein T-Item-Modell. Ist das ein Generic? Oh, das Public muss weg. Das ist ja schließlich ein Interface. So. Ja, ja. Das, oh, natürlich matcht er nicht. Da ist ein I davor. IUI List Item. Also, wenn ich jetzt sage, das Item. Muss außerdem von iListItem erben, das wiederum ein Modell hat. tItemModell. Damit habe ich eine gewisse Verknüpfung, die jetzt natürlich noch nicht wieder passt, weil jetzt kann ich kein MailboxItem nehmen und das muss jetzt aber das Interface haben. Und das braucht jetzt nämlich das Interface für das Modell. Dann wird das Mailbox-Item-Modell. Und diese Klasse gibt es noch nicht. Und da muss ich ein Member implementieren. Ja, genau. Und das muss ich jetzt irgendwie setzen. Aber das Mailbox-Icon ist ein Mono-Behavior, also über die. Ich könnte jetzt ein Setup nein draußen. Nein, ich muss das über das Interface haben. Da mache ich aber dann eine Bind-Methode. Öffentliches Set und dann refactoren wir das zu mit Backing Field und dann muss man das irgendwo her setzen. Das heißt, ich brauche auch noch eine Bind mit. Ich muss eine Bind mit ohne machen. Void Bind T-Item Modell. Jetzt hat man auch noch ein Binding. Missing Name. Oh. Modell. Nicht schlecht. Und das Modell wird ins Modell gesetzt. Also. Model ist Model. Das brauche ich alles nicht in der Test hinterlegen. So das. Okay. Das Bind bindet ans Modell. Was meckert er jetzt noch? Ach so, jetzt muss ich hier nämlich das Mailbox-Item-Modell verwenden. Und das geht dann hier so nicht mehr. Also jetzt kann man doch mal eine For-Each-Schleife machen. Ctrl-Alt-J. For und i ist 0. I kleiner 10, I kleiner 30, I bloß was. So, alles klar. Jetzt werden da mal ein paar Testdinger reingesetzt. Das lösche ich später raus, aber vorerst bleibt es mal drin. Also. Weil
Jetzt kann ich den Test nämlich so modifizieren, dass ich sage, ich mache richtig. Ich sage nämlich jetzt, Components in Children. Ist nämlich wie dies hier. Aber das passt jetzt noch nicht. Das hier ist Mailbox-Item, das hier ist Test-Item-Model. Das muss ich jetzt noch umwandeln, das per Select. Item ist gleich item.model. Und das bedeutet nämlich, dass ich jetzt testen kann, dass da dann auch das Model drin steckt, wenn da nicht. Ja, jetzt muss ich auch noch das Mailbox-Model nehmen. Ich will jetzt nicht, die Mailbox-Models sind für den originalen Betrieb. Ich mache eine. Ja, es bietet sich eher eine Basisklasse für UI-List-Item zu machen. Dann extrakte ich jetzt eine Basisklasse noch. Extrakt Superclass. Das ist also die Klasse UI-List-Item. Och, jetzt habe ich es aus Versehen mit Escape abgebrochen. Also nochmal Extract Superclass. Und es ist dann die UI-List-Item-Base-Klasse und die erhält jetzt alles. Genau. Okay, lass mal laufen. So. Mailbox-Item ist jetzt leer und die UI-List-Item-Base ist jetzt einfach. Oh, na, so geht es aber nicht. Da muss ein Model hin. Dieser generische Typ ist nicht für die Basisklasse. Das geht nicht. Der muss hier hin und das heißt, ich muss hier wieder immer noch wie im Interface das Item-Model hinmachen und das kommt dann hier überall nach. Jetzt passt. Jetzt habe ich UI List Item Base und wenn ich jetzt UI List Item Base wieder hier rüber nehme, dann kann ich sagen, das ist das Test Item Model und dann ist da das Test Item Model und dann kann ich. Ich brauche eine Ableitung. Nein, das geht so nicht. Aber jetzt ist es eine Ableitung. Jetzt ist das Mono-Behavior nämlich ein Produktivcode und jetzt kann ich nämlich tatsächlich, das ist so komisch, wieso das nicht so ist, kann ich tatsächlich hier wieder mein Test-Item machen und es erbt diesmal von dem UI-Base. Und dann habe ich hier das Test-Item. Und das Test-Item wird dann hier wieder dazugefügt. Und dann bauen wir das Ganze und das müsste jetzt wirklich wieder funktionieren. Doch, doch. Denke ich schon, echt. Also ich hoffe es. Die Tests alle laufen lassen und er. Not empty, but was empty. Mein Test, genau. Adds UI element to content. Ist ja auch schon, der Test ist ja schon wegen refactored. Und er sagt, not empty, but was empty. Genau, weil er Mailbox-Items gesucht hat. Genau, aber es gibt jetzt keine Mailbox-Items mehr. Es gibt nur noch Test-Items.
Sehr schön. Dann müsste jetzt mit dem A-Equal scheppern und dann ist er quasi grün. Also für das Refactoring. So, run selected. Und jetzt, genau, jetzt sagt er hier, da ist nichts drin. Weil das Model ist ja noch nicht gesetzt. Das heißt, was ich jetzt nämlich beim Enden machen muss, ist, ich muss dieses Modell bei dem UI-Element hinzufügen. Machen wir das mal zum Schluss. Und zwar mit diesem Bind-Aufruf. Das Bind. Und da kommt jetzt das Item-Model rein. Und dann müsste das tun. Okay, das muss mal laufen. Und jetzt ist es grün, genau. Sehr schön. Das heißt, ich habe jetzt im UI-Element meine. Mein View-Model mit drin. So. The thing you want to instantiate is null. Ah, warte mal, da hat's. Da ist jetzt wahrscheinlich da ein Binding oder so irgendwas flutsch gegangen. Also ich habe hier meine Mailbox-List und die hat kein Item-Prefab mehr. Genau, ist rausgeflogen. Das setze ich jetzt rein und dann wird das jetzt auch wieder funktionieren, will ich doch hoffen. Und da sind sie. Genau, alle schön da. Ja, wie schön. Gut, gut, gut. Aber die Selektion müssen wir nochmal. Ja, wie gesagt, das ändere ich noch. Und die Fehler sind komisch, ich verstehe es auch nicht, aber es funktioniert nämlich. Also, keine Ahnung. Okay, also ich habe jetzt beim Adden, habe ich jetzt, kann ich jetzt über den Test hier, über den Select die Models abfragen. Und kann schauen, dass es auch das Testmodell ist, das ich möchte. Okay. Das Ganze aber auch dann bitte schön für 2. Und damit ist dieser Vergleich hier sogar ähnlich. Und dann, wenn ich das jetzt laufen lasse, müsste es immer noch grün sein. Und das sagt mir, dass die. Genau. Ah, im Test, ha? Im Test mache ich das nicht. Hier oben mache ich ein setParent. Nee, transform.parent. SetParent. Komma false. So, dann haben wir das Warning da nämlich auch weg und es stört uns nämlich nicht die Bohne. Wo sind sie hier? Also run selected, grün. Schön, schön. Okay. Also, das Adden ist soweit durch. So. Kann ich nur wegen Refactoren, weil wenn ich nämlich jetzt das Model in einem UI-Element habe, dann brauche ich mir die Models ja gar nicht merken. Dann habe ich nämlich nur eine Liste und das ist nämlich die Liste der Items. Genau. Also jetzt ändern wir diese Liste wieder zurück. Das ist das UI-Element diesmal. Und das kommt dann nämlich. Möchte sofort. Ganz unten hin. Das ist ganz unten hin. Da kommt jetzt das UI-Element rein. Ich wollte es auch ganz unten machen.
So, da. Jetzt passt das hier nicht mehr. Jetzt alle Items haben will, muss ich das per Select ändern. Und da ich das als Liste haben will, das ist ein To-List. Okay, dann bauen wir das Ganze nochmal. Und die Tests müssen wieder laufen lassen. Na, run, okay, lief. Okay. Kann ich mich zum Remove widmen. Und zwar, wenn ich einen Remove habe, dann ist die Liste kleiner. Remove from List. Ah, das ist ja relativ easy jetzt. Also. Das heißt, ich muss jetzt erstmal zwei Elemente hinzufügen und dann remove ich das erste wieder. Zwei Elemente hin, dann remove ich das erste Element wieder. Und dann müsste die Liste so aussehen, nämlich kleiner. Bild und Test laufen lassen. Also laufen lassen. Und die Liste ist noch groß. Hier value die für add index 0. Okay, klar, haben wir nichts gemacht. Also, das heißt, ich gehe durch die Liste durch und hole mir 1 oder default, welches welches nämlich item.model gleich item.model. So, also wenn ich dann das Item gefunden habe, was ist das UI-Item? UI-Item. Und es ist nicht mehr drin. Dann passiert nichts. Ansonsten wird das nämlich removed. Items. Remove UI item. Und das sollte es an der Stelle auch schon gewesen sein für diesen Test. Dachte ich. Nein, mag nicht. Was ist das Problem? Ich gehe durch die Items durch.
und sag return error und such's mir raus. Also Items, Item Model, das wird ja gebunden. Oh, ich bin so blöd. Ich ist null. Muss ich doch prüfen. Wenn es 0 ist, dann zurück, weil dann ist es nämlich schon draußen und dann interessiert es mich nicht. Okay. Okay, weiter geht's. Und jetzt ist es nämlich grün, aber das heißt noch nichts, weil nämlich, was nämlich auch nicht sein darf, ist es nämlich weil, was ich nämlich noch brauche, ist removes from content group. Das brauche ich nämlich auch noch. Ah, nicht vom content group, das reicht vom content. So. Aufbau identisch vom Anfang. Das Assad ist ähnlich wie da oben. Nur ist da jetzt eben wieder eins weniger drin. So, wenn ich das jetzt baue. Laufen lass, dann ist das nämlich immer noch drin. Genau, das ist nämlich immer noch drin. Das muss ich nämlich erstmal auch entfernen. Und das geht nämlich relativ easy, indem ich dem ich zerstöre. Game Object Destroy. UI Item. Kaboom! Und jetzt wird es nämlich platt gemacht. Ganz einfach. Jetzt lasse ich es laufen und Mist. Sieht so aus, als würde das im Test nicht so einfach funktionieren. Nein, ich muss das Game Object destroyen. Oh Mann. Game Object. Nicht. Naja, okay, aber jetzt. Also jetzt. Jetzt ja. Also, run. Und immer noch gut. Das liegt jetzt an der Testumgebung, oder? Das ist nicht so ohne, muss ich schon sagen. Also, ne, es bleibt. Die Fairs. Den Test falsch gemacht.
Item Model 2, Item Model 2. Okay, es wird Zeit, dass ich da jetzt dann doch mal Override toString return test item model plus number create field int Wert raus und das wird per Konstruktor. Also 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Okay. Jetzt schauen wir mal die Fehlermeldung an, die wegen mehr Informationen bietet als die first at index 0. Also run selected und expected 2, but was 1. Schade. Ah, hier. Destroy may not be called from edit mode. Use destroy immediate instead. Destroy immediate. Destroy may not be called from edit mode. Use and destroy immediate instead. Ja, toll. Die Unit-Tests sind im Edit Mode, ja. Okay, wenn ich jetzt destroy immediate aufrufe, remove component, destroys the object immediately. You are strongly recommended. Toll. Probieren wir es mal mit dem hier. Und ansonsten kann ich das wohl oder übel nicht so einfach mit dem Unit-Test testen. Da brauche ich dann... ist aber schade. Ja, das muss mal laufen und... Nein, immer noch so. Naja, dann machen wir das anders. Also... macht es treu und zack, kommt es hier in eine Methode destroy item und die wird virtuell und internal und in meinem Testliste wird dann destroy immediate aufgerufen, internal override mit dem Test Item. Und jetzt kann er nichts überreiten, weil Internals nicht visible sind. Wahrscheinlich. Ja, das kann man protected machen. Protected. Protected. Okay, okay, okay. Das heißt, in echt wird Destroy aufgerufen, ansonsten Destroy immediate. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt funzt. Das wäre angebracht.
Also Run Tests und grün. Genau. Und welches ist? Ach ja, das ist doof. Naja, okay, gut zu wissen. Nettes Workaround. Ja, lass mal das mal stehen. Okay. Damit ist es auch draußen. Jetzt kommt dann die Selektion noch dran. Genau, aber erstmal ein bisschen refactoren. Also. So. Ja. Das lagern wir mal ein aus einer Methode, weil die Methode haben wir jetzt zweimal da. Oh ne, so nicht. Also das ist die Expected-Liste, die muss ich erstmal in eine in ein eine Variable auslagern. Also das wird expected. Und der Part hier wird nicht expected, sondern das ist der aktuelle Wert. Actual. Oh. Nein. Das kann ich drin lassen. So. Und das kann ich jetzt auslagern in eine Methode, die nennt sich dann assert items in content. Und das mache ich dann hier auch mit dem hier. Das ist dann das expected wieder. Expected und dann kann ich die Assert Items in Content kann ich dann hier verwenden und dann macht man ein Bild und jetzt lasse ich das laufen wieder. Und es ist immer noch grün, passt. Kann ich noch was? Das lohnt sich nicht. Hier auch nicht. Okay, dieses Assert machen wir dann nach ganz unten. Toggle is never used, das stimmt. Aber wichtig, aber man muss es ja nicht speichern lokal. Name can't be simplified inwiefern? Redundant. Qualifier. Einfach wegmachen. Okay. Auch gut. Das erklärt, wieso ich das hier auch an wegmachen kann, ha? Okay, was haben wir hier noch so rumfliegen? Dann kann man den hier auch wegmachen.
Okay, diese Private-Felder. Hier sind Private-Felder, Public-Property, das ist noch nicht die Public-Methode, Public-Methode, Protected-Public. Okay, die Protected-Methode machen wir nach unten. Das könnte man in eigene Dateien machen, oder muss man noch, aber jetzt noch nicht. Okay, machen wir nochmal ein Rebuild. Und dann normale Tests laufen und mal schauen, ob es noch funktioniert, wenn ich starte. Tests sind noch grün, ich lasse es laufen. Oh, es ist da, okay, gut. Das heißt, was ich jetzt diese Folge geschafft habe, ist eine Basisklasse, die eigentlich auch so funktioniert, aber wegen den Generics halt als Basisklasse in Unity verwendet werden muss. Die hat eine Add-Methode und eine Remove-Methode und Properties, um alle Teile zu geben. Oh, das kann ich noch nach oben verschieben. Um alle Items zu haben, zu erhalten. Eine Add-Methode, eine Remove-Methode. Gut, Awake ist für den Start. Interface für die Liste. Für ein List-Item. Eine Basisklasse, die mache ich dann aber auch, obwohl das wird ja alles später ausgelagert, lasse ich da drin. Eine Base-Class. Die könnte man abstrakt machen. Und das andere ist auch abstrakt. Okay, machen wir ein Bild. Gut, okay. Das war's dann. Das checke ich jetzt doch ein und nächste Folge kümmere ich mich dann um die Selektion. Selected Item. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.